Also, ich habe in der Zwischenzeit mehr Schnee vom Dach geräumt und das Empfangsgerät ist jetzt sehr nah am Dachfenster, da wo definitiv kein Schnee mehr ist, auf jeden Fall auf einer Seite. Ich hoffe, das bringt etwas für die Übertragung, die hier abgeht, aber ich sehe schon wieder so ein paar verlorene Frames haben wir immer noch zwischendrin. Jetzt ist wieder auf grün. Ich hoffe, das bringt Verbesserung. Ja, wir sind direkt nach der Wahl. Ich sehe auch, dass Kanalpunkte rausgegeben wurden für Romy Random Politik Lexikon. Kurz vor der Pause vom Edelhack. Der hat sich Seite 8 gewünscht. Das machen wir auch. Das machen wir jetzt bestimmt auch gleich. Aber erstmal, wir sind hier direkt nach der Wahl. Und es gab ein fehlgeschlagenes Attentat. Das würde ich kurz einmal erzählen. Der Geheimdienst hat sich heute seinen Lohn verdient. Er nahm alle Insassinnen eines Fahrzeugs fest, die sich als religiöse Fanatikerinnen herausstellten und einen Anschlag auf sie und ihr Kabinett geplant hatten. Ein mit Sprengstoffen und Handfeuerwaffen gefüllter Kleinbus wurde von unserem wachsamen Polizei aufgehalten, nachdem das Sicherheitspersonal ihn geheimdienstlich geprüft hatte. Anscheinend wollen religiöse Extremistinnen sie aus der aktuellen Regierung entfernen. Diese Gruppe nannte sich Armee Gottes. Okay, dann kommen wir wieder hier hin. Aber die Mitgliederzahlen hier, das geht zurück. Das ist schon mal schön. Sicherheitsbesprechung. Und was gab es für Vorschläge im Chat? Bildung. Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Okay. Ja, aber dann, Romy, würdest du dein Random Politik-Lexikon mit Seite 8 machen wollen? Also ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Das ist Seite 8. Ich habe keine Ahnung, welche Schriftgröße das ist. Das fühlt sich an wie 3. Oh Mann. Ich sortiere mich kurz ein und überlege, wo ich einen guten Anknüpfungspunkt finde, der gut zu uns passt. Also, vielleicht zur Einordnung. Ich glaube, wir haben letztens hatten wir ja die Seite 5 und da waren wir bei Problemaufriss, Tradition und Modernisierung als entwicklungsgeschichtliche Leitbegriffe. Das hatten wir. Seite 8 ist überraschenderweise nicht weit weg von Seite 5. Was wir überspringen, ist die Bedeutung von Institutionen für Fortführung und Wandel von Traditionen. Wir überspringen auch das wilhelminische Erbe. Und wir sind jetzt völlig überraschend im Unterbereich 4, Vorbelastung und Preisgabe der Weimarer Republik. Und diese Seite, also das ist, der Teil ist ein bisschen länger und reicht von Seite 7 bis Seite 9. Und ich überlege jetzt gerade, an welcher Stelle ich anfange. Und in der Zwischenzeit strecke ich mich mal, weil das ist total gut. Kanalpunkte ausgegeben. Das ist spannend. Oh, ich glaube, ich habe einen Ansatz. Dann bitte, schieß los. Ich bin auch sehr gespannt. Wir befinden uns quasi einmal 100 Jahre in der Zeit zurück. Wir befinden uns ungefähr im Jahre 1922/23 mit der Weltwirtschaftskrise. Ganz langsam bewegen wir uns davon weg und es geht darum, wie denn eigentlich diese Radikalisierung zugenommen hat. Und insofern, glaube ich, könnte man das gerade mal gut machen. Ich meine, in den USA läuft auch gerade das Impeachment-Verfahren. Also wie funktioniert eigentlich dieser Radikalisierungsprozess? Und was ich hier ganz interessant finde, ist eine Begrifflichkeit, die euch möglicherweise bekannt vorkommt. Und ich lese euch mal ganz kurz einen Satz hier draus vor, auf Seite 8. Und der Satz lautet, dass als System
späte Staatswesen der Weimarer Reichsverfassung und die als Systemparteien gleichermaßen abgewerteten demokratischen Parteien der Weimarer Koalition, welche für die Schmach von Versailles verantwortlich gemacht und von der nationalistischen Revisionspropaganda von rechts attackiert worden war, wurden nun auch zur Zielscheibe einer diffusen, durch wirtschaftliche Not und soziale Ängste genährten Verbitterung. Und den finde ich eigentlich ganz passend, weil vielleicht der ein oder andere Punkt davon heute zutrifft, ob nun bei uns oder in einem anderen Land. Das kann jetzt jeder für sich selbst beantworten. Was ich hier einfach ganz spannend finde, sind diese Begrifflichkeiten. Also dieses Systemparteien. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? So mit den Altparteien? Den sogenannten? Also es, ja. Es gibt so ein paar sprachliche Anleihen. Und in dem Fall ist es in dem Satz, den ich gerade zitiert habe, eigentlich ganz interessant, dass dort wir auf der einen Seite diese wirtschaftliche Situation haben, das Misstrauen in den demokratischen Staat, wirtschaftliche und soziale Probleme tatsächlich zu lösen. Und das Ganze geht mit einer Gegenbewegung einher, die einfach antidemokratisch ist und die sich natürlich gegen die demokratische Verfassung und damit auch gegen die Parteien richtet, die Teil dieses Staates sind. Ich finde es total... Entschuldigung, ich habe gerade in den Chat geguckt und muss gerade lachen. Es tut mir wirklich leid, Edelhack, dass du um die Uhrzeit noch angerufen wirst. Und dass die politische Radikalisierung auch zugenommen hat. Das heißt... Heißt also im Endeffekt, dass wenn Menschen das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit des Staates verlieren, dann wenden sie sich von diesem Staat ab. Und sie wenden sich ab von den Institutionen, die diesen Staat ausmachen. Und wenn wir uns darüber unterhalten, was die Verfassung, das Grundgesetz daraus gemacht hat, beziehungsweise welche Sachen auch im Parlamentarischen Rat diskutiert worden sind, dann sind wir bei der wehrhaften Demokratie gelandet. Dass es eben nicht so einfach ist, diese demokratischen Institutionen einfach mal loszuwerden. Es hat einen Grund, dass Parteien bei uns im Grundgesetz stehen, dass wir ein Parteiengesetz haben, dass es die Möglichkeit gibt, Parteien auch zu verbieten, wenn sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Das heißt also, der Staat, die Bundesrepublik, in der Staatsgründung dann auch, beziehungsweise in der Verfassungsgebung, in den Versammlungen, wurde das ganz klar diskutiert, wie können wir verhindern, dass unser Staat nochmal, dass diese Demokratie nochmal ausgehöhlt wird und es nochmal diese Radikalisierung gibt. Und all das sind Anleihen, die wir heute noch merken, über die wir mal bewusster, mal weniger bewusst diskutieren. Und wir haben uns, glaube ich, das vorletzte Mal auch über Radikalisierung und Rechtsradikalismus und so unterhalten. Und das, was ich zu dem Zeitpunkt nicht gesagt habe, als es auch darum ging, dass man den Staat schützen muss, ist, dass das Grundgesetz eine klare Werteorientierung hat und das Bundesverfassungsgericht die auch noch mal näher beschrieben hat mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und heißt unter anderem auch, ganz praktisch, wenn Leute Demokratiearbeit machen, und da gehöre ich auch dazu, tun wir nichts anderes, als das zu machen, was diesen Staat auszeichnet. Nämlich genau diese Werte zu schützen, diese Werte auch vorzuleben. Und dazu gehört eben auch, sich damit auseinanderzusetzen, welche Schwierigkeiten es gibt, welche Probleme es in einem Staat gibt. Und da muss man halt auch ehrlich sein, wenn man will, dass es eben keine Radikalisierung gibt. Und Demokratien müssen sich wehren können und das kann die Bundesrepublik. Kurzer Exkurs. Ja. Ich fand das super spannend, dass es aus dieser, also wie du sagtest, kommt euch davon einiges bekannt vor und das ist halt so, der bleibt immer aktuell. Also Edelhack hat ein gutes Händchen mit den niedrigen Zahlen. Auf jeden Fall. Definitiv. Das ist jetzt, eigentlich ist es wenig überraschend, das ist das Handbuch des politischen Systems und am Anfang geht es darum, in welchen Traditionslinien dieses politische System steht. Und ich finde es ganz persönlich super spannend und ich habe auch, als ich noch studiert habe, mit einer
gewissen Verwunderung, aber irgendwie auch Begeisterung diese Debatten gelesen, die der Parlamentarische Rat hatte. Also es gibt auch Sachen, darüber streiten wir auch heute noch. Und ich finde es total spannend zu lesen, was die Menschen, die den Nationalsozialismus erlebt haben, vom Aufstieg bis zum Ende, was sie daraus gemacht haben und was ihre Lehren waren. Und jetzt sind wir halt in der nächsten Generation. Jetzt müssen wir gucken, was unsere Lehren sind, die damit verbunden sind, damit wir die Demokratie nicht nur deswegen schützen, weil sie irgendwie Staatsräson ist und darauf und wir halt eine Demokratie sind, sondern wir es auch immer wieder leben und vorleben. Und das ist möglicherweise unsere Antwort. Und dann sind wir wieder bei meiner Politikwut, dass mich das gerade auch wirklich nervt. Wenn das der eine oder andere vergisst. Edelhack, das, was du im Chat schreibst, ich bin dir, du wolltest das selber ansprechen, nehme ich an, Romy. Bitte. Ja, ich bin da ganz bei Edelhack. Das, was wir gerade eben hatten, die Problemlösungsfähigkeit des Staates, basiert auf Vertrauen. Also man muss den Menschen vertrauen, die jetzt gerade diesen großen, ach Gott, ich bin nicht so ein Fan von so Sprachbildern, aber die diesen großen Tanker Bundesrepublik gerade irgendwie da lenken. Aber es ist halt nicht ein Kapitän oder eine Kapitänin, sondern wir haben aufgrund des Föderalsystems, das hatten wir auch alles schon, wie Verwaltung organisiert ist, Bund, Länder, Kommune, das ist halt super komplex. Und es ist einfach schade. Momentan kann ich noch sagen, schade. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann sage, tragisch. Aber es ist total schade, dass einige Leute einfach ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und ob das nur ist, dass sich Kommunalpolitiker impfen lassen, obwohl sie überhaupt nicht an der Reihe sind, was ja gerade ein bisschen der Skandal in meinem Bundesland ist. Ich weiß noch gar nicht, ob es so ein großer Skandal wird, aber es fühlt sich zumindest in einigen Reaktionen so an. Oder ob es darum geht, dass Hilfen nicht ankommen, dass die Sachen nicht passgenau sind. Das hat ganz, ganz viel mit dem Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu tun. Und ich glaube, dass wir da ran müssen. Weil es bringt wenig, immer zu sagen, der Staat muss, weil wir sind alle Teil dieses Staates. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass nicht nur ich als Bürgerin oder als Einwohnerin dieses Landes Verantwortung für die Dinge übernehme, die in meinem Einflussbereich sind, sondern es bedeutet halt auch, dass Politik zuhört, dass Politik aufnimmt, Entscheidungen trifft und dafür im Zweifelsfall auch gerade steht, wenn sie nicht gut laufen. Und ich fände es schön, wenn wir mehr politische Kommunikation hätten als Public Relations. Aber ich mache seit 14 Jahren Demokratiearbeit in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum. Ich habe mit jungen Leuten angefangen, die überall durchs Raster gefallen sind. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen empfindsam. Das glaube ich nicht. Also, wenn ich die ganze Zeit genickt hätte, dann hätte das halt im Stream komisch ausgesehen. Aber ich wollte allem, was du gesagt hast, definitiv zustimmen. Also, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und was die Entscheidungen und so, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, Vertrauen verloren, angeht. Muss ganz ehrlich sagen, über sehr, sehr viele Entscheidungen schüttle ich den Kopf, aber ich sehe, dass da halt viele Reibungsflächen im föderalen System da sind, die vorher nicht so klar waren, weil diese Krise gerade viel zutage fördert. Ich bin, was das angeht, vielleicht ein hoffnungsloser Optimist, dass ich glaube, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch eine Chance ist, dass man an dieser Stelle besser in Zukunft, dass man Weichen stellen kann, dass da in Zukunft besser gehandelt werden kann. Wenn auch nicht in allen Systemen, weil wenn ich in Richtung Schule und Bildung gucke, ist es halt, sehe ich pessimistisch und jetzt auch diese Schulöffnungen und sowas. Also es wäre, ich meine, Söder hat ja irgendwann mal vor, ich weiß nicht, im November oder sowas, auf irgendeiner Rede gesagt, natürlich will er die Schulen, sobald es geht, öffnen oder offen halten, damit die Eltern weiter zum Bruttoinlandsprodukt beitragen können. Das fand ich mal erfrischend. Das war ehrlich. Das war so ehrlich. Ja,
Naja, es das, ist halt schon das gibt's krass, irgendwo ich mein, als Clip, aber ansonsten greife ich mir an den Kopf, wenn es hier um Schulöffnung und Zukunft verbauen und hast nicht gesehen. Wenn man sich aktuelle Studien anguckt, worüber sich Kinder am meisten Sorgen machen, dann, also ich meine, es ist ja zynisch gesagt, könnte man sagen, so, wenn die Kinder jetzt mal eine Weile nicht zur Schule dürfen, dann werden sie also geschützt vor Mobbing, von Demütigung durch unser Schulsystem. Das heißt, sie haben nicht die Chance, für den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet zu werden. Das möchte ich jetzt mal einfach so als zynische Aussage machen. Ja, aber ich habe dich unterbrochen, bitte. Ich fand es total spannend, dass jetzt gerade bei dir auch nochmal, wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten, das ist total spannend. Also wir reden häufiger miteinander, aber vielleicht ist heute auch mal der Tag, wo wir uns darüber unterhalten sollten. Goldigold sagt auch gerade, Schule blöd. Und was ich ganz, ganz interessant finde, so rein analytisch, es wird immer über Zielgruppen geredet. Es geht um die Kinder, es geht um die Lehrer, es geht um die Selbstständigen. Aber das ist ja alles viel komplexer. Also es macht einen ja. Unterschied, unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Kinder groß werden. Und ob es die Möglichkeit gibt, dass tatsächlich jeder sein eigenes digitales Endgerät hat oder ob sich 8 Leute inklusive Eltern ein Laptop teilen. Und ich würde mir an der einen oder anderen Stelle mehr Sensibilität wünschen und an der anderen Stelle mehr Beteiligung, weil ich habe schon den Eindruck, vielleicht liegt das auch daran, dass wir, also gerade du kommst ja aus der Wissenschaftskommunikation, ich glaube, es gibt geile Ideen da draußen, wie man bestimmte Sachen lösen kann. Und ich fände es total schön, wenn Politik einen Rahmen schaffen würde, dass die Leute, die diese geilen Ideen haben, die nicht im Staatsdienst sind, aber die sich ehrenamtlich engagieren, die wissenschaftlich damit arbeiten, also super, und die selber in der Situation stecken, warum fragt man nicht mal Goldigold, warum fragt man nicht mal Schülerinnen und Schüler, wie es eigentlich aussieht? Und na klar muss ich ein bisschen grinsen, wenn Schülerinnen und Schüler auf einmal sagen, nee, wir gehen nicht in die Schule, weil wir haben Angst, uns anzustecken. Ich kann das total nachvollziehen, wie vielen Erwachsenen geht das so? Es hat einen Grund, dass sich Kommunalpolitiker früher impfen lassen, weil sie Angst haben. Und jeder, wer hat denn keine Angst? Egal, ob das eine wirtschaftliche Angst ist, ob das eine soziale Angst ist, ob man alleine ist, da gibt es einfach, wir sind da dummerweise alle drin. Und ob wir das wollen oder nicht, und vielleicht sollten wir auch mal anfangen, als Gesellschaft darauf zu reagieren und vielleicht auch nicht immer nach oben gucken, im Sinne von, die da oben werden das schon machen. Weil auch diejenigen, die dort sitzen, die in den Bundestag gewählt worden sind, im Landtag, in der Kommune, die habe ich dahin gewählt, die vertreten meine Stimme. Und da wäre es irgendwie auch cool, wenn es Möglichkeiten gibt, dass sie nochmal rückspiegeln. Ich fände es schön, wenn die innerparteiliche Demokratie funktionieren würde. Also innerhalb der jeweiligen Parteien möglicherweise Sachen gebildet werden, wo man sagt, so komm, jetzt lasst uns doch mal was machen. Aber ich glaube, Edelhack hat es vorhin geschrieben, es fühlt sich für mich, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich fühlt sich das gerade an, als wäre es so ein Abwarten, Corona ist bald vorbei. Aber ich habe den unbestimmten Eindruck, dass es einerseits nicht bald vorbei sein wird und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Abwarten und alles quasi in so einer Schockstarre halten noch länger funktioniert. Ich glaube, vielleicht ist die neue Strategie anstatt Covid, no Covid, vielleicht, weiß ich nicht, adopt to Covid. Also pass dich an und findet Wege, wie wir damit umgehen können. Weil ansonsten sind wir noch ein Jahr zu. Irgendwie ja, so. Was das angeht, also als Spiegel, weswegen ich gerade irgendwie, ich sehe irgendwie negativ beziehungsweise sehr, sehr pessimistisch auf die Sachen. Nur mal so als, das ist jetzt nicht der Spiegel der Gesellschaft, aber das ist so, was glaube ich, meine Grundstimmung oder mein Grundpessimismus gerade ziemlich gut ausdrückt.
Rezension von einer Serie, von einer Arztserie, wo dann ganz, ganz hunderte von Menschen drunter schreiben, boah, ich möchte mich unterhalten, jetzt fangen die auch mit Corona an. Und dann direkt danach, Scheiße, warum gibt's, ich hab hier die Serie abonniert, ich hab dafür Geld ausgegeben, warum kommen keine neuen Folgen? Und dann denke ich mir so, euer Ernst, Leute? Eine Serie, die dafür bekannt ist, dass sie aktuelle Entwicklungen immer aufgreifen und es ist auch noch eine Arztserie, na klar thematisieren die Corona. Und warum gibt es keine neuen, also, nee. Das ist so, wo ich mich drüber wundere. Also es ist so, ich möchte eigentlich jeden Tag einmal morgens aufstehen und allen Leuten bekannt geben, Leute, ich habe keinen Bock auf Kontaktbeschränkungen, auf die ganzen Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Das ist nämlich noch längst kein Lockdown, deswegen benutze ich das Wort nicht. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, aber ich sehe ein, dass das nötig ist. Und eigentlich sollten wir noch zu nicht härteren, effizienteren Maßnahmen greifen, dass wir Inzidenzwerte weiter nach unten drücken. Weil ansonsten haben wir riesiges Scheißhaus mitten in der Küche mit den Mutationen aus Südafrika und aus England demnächst. Mhm. Das möchte ich gerne jeden Morgen groß heraustönen an alle, die hier um mich herum wohnen und wo ich mir an den Kopf fasse wegen Aktionen, die, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mir kommt es so bekannt vor. Und irgendwie da so einen, gleichzeitig bei denjenigen, die super kritisch sind und auch zu sagen, jetzt halt mal einen Ball flach. Jetzt komm doch mal bitte mit einem konstruktiven Vorschlag, anstatt seit einem Jahr. Also das finde ich bei dem einen oder anderen, also ich hab noch einen Facebook-Account, insbesondere, weil da einfach Leute drin sind, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Und es gibt da einfach Leute, die seit einem Jahr nichts anderes machen, als zu meckern über alles. Egal was passiert, ist es immer alles schlimm. Und ich fände es irgendwie, ich ganz persönlich, fände es großartig, wenn diejenigen auch mal was beitragen würden, anstatt immer nur zu meckern. Beitragen kann man auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Man muss die Situation aber auch nicht noch schlimmer machen, als sie ist. Mit ein bisschen Realitätssinn und Faktenwissen und Akzeptanz kämen wir weiter. Aber wahrscheinlich kämen wir noch weiter, wenn wir anerkennen würden, dass es nicht eine Lösung gibt, die richtig ist. Und dass es okay ist, Fehler zu machen, weil wir in einer Situation sind, in der wir so noch nie waren. Also es weiß ja keiner, wie sich bestimmte Dinge auswirken. Und dann, da sind wir wieder bei, ich will weniger PR, ich will mehr politische Kommunikation. Dann soll man sich nicht an einem Inzidenzwert festhalten, der eigenartig ist, weil quasi ist es halt eine Zahl und nicht mehr und nicht weniger. Und ja, aber ich habe auch leicht reden, ich muss es nicht entscheiden. Ich stehe nicht im Bundestag, ja. Ich muss mich nicht mit Anfeindungen auseinandersetzen oder sonst irgendwas. So, kurz einmal eingegangen auf den Chat nochmal. Facebook ist nicht das, was wir früher genutzt haben. Facebook nutze ich sehr, sehr, sehr selten, aber ist immer noch ein wichtiges Mittel für Wissenschaftskommunikation. Deswegen bin ich da noch. Das, was wir früher benutzt haben, ist ICQ. Oh, zum Beispiel. Ja. Also, Facebook ist tatsächlich immer noch ein wichtiger, ja genau, ICQ war dieses Nebelhorn, wenn man es gestartet hat. Mhm. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Facebook ist tatsächlich immer noch ein wichtiges Kommunikationstool für die Wissenschaftskommunikation, weil du dort viele ältere Menschen erreichst. Ist so. Und Edelhack, du hast vollkommen recht, die Mutationen kommen nicht aus Südafrika oder England, sondern Mutationen passieren. Damit wollte ich auch weder Südafrika noch England einen Vorwurf machen. Naja, vielleicht UK schon mit ihrer Corona-Politik. Bei Südafrika kenne ich mich gar nicht aus, wie es bei denen ist. Aber natürlich, Mutationen können immer wieder auftreten und genau das ist ein Problem, weil wir Inzidenzen nicht schnell genug runter geregelt
bekommen. Aber eine positive Nachricht hätte ich jetzt auch noch. Tatsächlich ist es so, ich musste, ich wurde angefragt, kann da aber leider nicht. Aber es gibt am Donnerstag, nicht diese Woche, sondern nächste Woche Donnerstag, gibt es eine Podiumsdiskussion und auch ein Expertengespräch. Und das soll wohl der Aufschlag zu einem Prozess sein. Von der, es gibt ja sowas, Presserat gibt es gibt auch einen PR-Rat in Deutschland. Und dieser PR-Rat hat sich jetzt mal hingesetzt und gesagt, okay, das was mit Story Machine, mit der, mit dieser Streeck-Geschichte und der Studie da in Gangelt und so abgelaufen ist, dieser PR-Rat will sich jetzt mal seiner Verantwortung bewusst sein und auch darüber sprechen, was ist wichtig, wenn es um wissenschaftliche Fakten geht, was passiert, wenn wir Wissenschaftskommunikation und Wissens-PR oder reine PR miteinander vermischen. Und nächste Woche Donnerstag gibt es dazu eine Diskussion und es soll einen längeren Prozess geben. Und ich bin da tatsächlich vorsichtig zuversichtlich, weil ganz, ganz viele Leute, mit denen ich schon vorher zum Beispiel an den Leitlinien für gute Wissenschafts-PR in Deutschland zusammengearbeitet habe, damit involviert sind. Also das ist nicht, das sind nicht nur drei oder vier Werbenasen, die sich gesagt haben, komm, wir machen da mal was, sondern da wird, da werden sehr, sehr viele Leute abgefragt, auf deren Meinungen und Einschätzungen ich sehr viel gebe, sowohl aus Wissenschaft als auch aus dem Journalismus, als auch aus den Institutionen heraus. Also nicht nur Leute aus großen Medienhäusern oder sowas, sondern auch einzelne Menschen, die als Freier arbeiten. Und das könnte ganz interessant sein. Wenn da nächste Woche mehr kommt, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und das wird wahrscheinlich immer mal Thema. Aber das ist ja schon mal eine positive Entwicklung, dass man in der Richtung was gemacht hat. Also. Absolut. Da könnten sich, kann sich die eine oder andere Kammer als Vertreterin von bestimmten Berufsgruppen auch noch mal näher damit beschäftigen. Ja, so. Wir sind nach der Wahl. Wollen wir mal hier weitermachen? Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gequatscht haben, aber das gehört ja auch dazu. Danke, dass ihr es ausgehalten habt. Und Goldie Gold hat jetzt schon zweimal gefragt, warum gibt es kein neues Spiel? Es sollte heute ein neues Spiel kommen. Ich würde es jetzt gerade sogar auf meine Kappe nehmen, André. Musst du nicht, ich war aber heute nicht. Ich habe mich heute nicht gefühlt wie ein neues Spiel spielen. Ich brauchte heute noch mal so ein bisschen Entspannungspolitik und dann kam, naja, ein Terroranschlag und so. Ja. Ja, aber ich wollte auch, nachdem Romy das gesagt hat, ich wollte auch hier in Spanien weitermachen. Wir sind jetzt in einem Bereich von Überschuss gelandet. Wir haben so gerade die Wahl gewonnen. Unsere Umfragewerte gehen nach der Wahl sogar noch hoch. Die Weltwirtschaft sinkt ab und wir haben es hingekriegt, dass unser BIP leicht wieder steigt. Unsere Schulden gehen ganz langsam zurück. Wir sind immer noch im Überschuss. Und wir haben politisches Kapital, was wir ausgeben können. Ich klick mal unsere Probleme an. Atemwegserkrankungen gehen zurück. Überfüllte Krankenhäuser sind gleich geblieben. Ärztestreik sind relativ gleich geblieben. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist gleich geblieben. Und Unternehmensflucht ist ebenfalls gleich geblieben. Und hier oben haben wir noch die Krise der illegalen Einwanderung. Wir hatten ja vor der Pause, oder ich habe vor der Pause drum gebeten, falls euch was aufgefällt, was ihr gerne priorisieren würdet, schreibt es ruhig. Und da gab es einmal die Bitte, den Ausschnitt nochmal größer zu machen, damit man das alles nochmal so ein bisschen im Blick hat, wenn ich mich recht zurückerinnere. Und ich muss hier gerade ganz schön weit hochscrollen, liebst du. Und welchen Ausschnitt? Den Problemen, glaube ich. Also das Bild noch mal ein bisschen, obwohl, nee, das ist eigentlich schon groß. Vielleicht einfach nur so in Ruhe noch mal die Problemgeschichten durchgehen oder so. Und ansonsten war Bildung, glaube ich.
das Thema. Bildung ist immer gut, ne? Das hilft ja, auch. Bildung ist, eine langfristige, also eine mittelfristig auch gut für die Wirtschaft. Definitiv. Ich glaube, was ich ganz cool finden würde, wenn wir nochmal gar nicht in die Grundbildung gehen, sondern eher in diesen Bereich Fort- und Weiterbildung. Mhm. Könnten wir gleich das nächste Thema aufmachen, weil ich habe letztens drüber nachgedacht, wie viele Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, sind heute gar nicht mehr so. Ja. Also ich kann mich noch an den Musikunterricht, glaube ich, in der 6. Klasse erinnern. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß nicht. Und mein Musiklehrer total enthusiastisch war, dass es jetzt CDs gibt und dass man die bald wieder beschreiben kann. Und das ist ja alles noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, insbesondere auch in den Naturwissenschaften, Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Und ich vermute, selbst nach Ausbildung und Studium hört es nicht auf, dass sich das Rad weiterdreht, dass es neue Entwicklungen gibt. Und insofern glaube ich, wenn wir das im Sinne von Wirtschaftsförderung denken, für die Erwachsenen Fort- und Weiterbildungsgeschichten nochmal mit. Ach, Goldi. Subventionen für Erwachsenenbildung habe ich doch schon gesehen. Ja. Das ist gerade wieder da so ein Moment, wo man merkt, wie unterschiedlich das Altersspektrum bei uns ist. Was sind CDs? Ja. Eine Kompaktdisk. Eine Möglichkeit, Töne abzuspielen, indem eine kleine silberne Scheibe mit einem infraroten Laser abgetastet wird. Quasi das photonenbasierende Äquivalent zur Nadel, das über eine Vinylschallplatte läuft. Und jetzt kriege ich gleich Ärger von Menschen, die sich mit Audio besser auskennen als ich. Knick-knack. Kannst du nur hoffen, dass sie gerade zufälligerweise zuhören. Ja. So, Subvention für Erwachsenenbildung. Finde ich total gut. Wie viel möchtest du hineinstecken? Wobei das, also 4 politisches Kapital oder, also ich glaube, ich hätte jetzt hier gedacht, lass uns 8 nehmen für. Ich würde auch 1, für ordentlich Bildung und Produktivität. Ja, also ich wäre auch bis zum Anschlag gegangen, insbesondere durch den Hit für die Produktivität. Das ist zwar nicht viel, aber mir gefällt es, ich finde es gut. Für relativ wenig Geld. Ist auch zum Beispiel total spannend. Ich frage mich, wie viele Arbeitnehmerinnen in Deutschland gar nicht wissen, dass sie ein Anrecht auf Bildungsurlaub haben. Ich weiß, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich Bildungsurlaub beantragt und ich war die erste seit vielen, vielen Jahren, die das gemacht hat. Hm. Kann man machen. Bildungsurlaub steht denjenigen zu, die angestellt sind. Ja. Ich war in Israel. Das war super. Ich bin sehr neidisch. Das war auch wirklich gut. Ich war noch nie in Israel. Öffentliche Bibliotheken hätte ich jetzt rausgesucht. Oh, dann guck mal, dann würden wir auch was für die Rentnerinnen tun. Ja. Da hätte ich jetzt, da würde ich nicht ganz ins Maximum gehen, sondern so. Das bringt uns ein bisschen was bei den Rentnerinnen, aber es gibt auch nochmal ordentlich Bildung. 2,1%. Finde ich gut. Das wäre was in der für die Bildung. Und jetzt hätte ich noch mal gesagt, lass uns doch mal öffentlicher Dienst. Technische Hochschulen hätten wir noch rum. Oder Sozialleistungen. Jugendclub-Zuschüsse und Jugendpolitikrat. Finde ich beides gut. Also finde ich grundsätzlich gut. Die Eltern finden es auch super. Kriminalität geht runter. Also Jugendclub-Zuschüsse finde ich einfach grundsätzlich sinnig. Ja, dann würde ich das auch tatsächlich machen. Und das ist ja super günstig. Da würde ich direkt ins Maximum gehen. Das ist auch eine wunderbare Präventionsmaßnahme, die leider Gottes so nicht überall wahrgenommen wird. Ja.
Übrigens auch kommunale. Okay, jetzt haben wir noch drei. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob es mit den Überschüssen und wir machen wir mal nächste Runde, ne? Gerne.